Meine lieben Freunde, heute erzähle ich euch wieder einmal einen Schwank. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe euch schon mehr Schwänke erzählt. Zum Beispiel den von den Feuchtwanger Zeiselesfängern oder von den Dinkelsbühler Blausiedern. Bei einem Schwank handelt es sich einfach um eine lustige Begebenheit, die keiner weiteren Interpretation bedarf. Und der vorliegende Schwank, den ich gleich erzähle, zeigt, wie ich meine, den besonderen Mutterwitz der Kadolsburger auf. Warum sich in früheren Zeiten die Kadolsburger und die Fürther nicht recht nachbarlich gesinnt, also, wie man so sagt, nicht recht grün waren, das weiß eigentlich niemand. Bezeichnend für das damalige Verhältnis ist aber folgende Begebenheit. Kronprinz Friedrich, der spätere Kaiser von 1888, der nur 99 Tage regierte, unternahm einmal eine Reise durch das Frankenland. Von Fürth aus kam er mit großem Gefolge auch nach Kadolsburg geritten. Der Markt hatte sich festlich geschmückt. Viele Bürger, die Feuerwehr und auch einige Vereine waren angetreten. Vor dem Rathaus empfing man den Gast mit Hoch- und Jubelrufen. Der Bürgermeister hielt eine geziemende Ansprache. Da durften auch die Ehrenjungfrauen nicht fehlen. Und es war schon ein feierlicher Augenblick, als die Schönste unter ihnen dem hohen Gast einen Blumenstrauß überreichte. Der Kronprinz streckte seine behandschuhten Hände aus, um das Geschenk zu empfangen. Da ging ein allgemeines Raunen und auch ein verstecktes Grinsen durch die Reihen der Umstehenden. Die weißen Handschuhe des Kronprinzen waren nämlich überaus fleckig und schmutzig. Ein Kronprinz und schmutzige Handschuhe? Das ging ja gar nicht. Wie passte denn das zusammen? Und wie konnte das einem so feinen Herrn passieren? Seine Hoheit war im ersten Augenblick, als er den Blicken der Leute auf seine Handschuhe folgte, selber erstaunt und fast ein bisschen verlegen, fasste sich aber gleich wieder. Er nickte huldvoll und meinte lächelnd im besten Berlinerisch: »Och, das ist nicht der Rede wert, das ist nur vom Pferd.« Er meinte also, die Flecken stammten von seinem Pferd. Das hatten die Kadolsburger im Nu verstanden, aber auf ihre Art, denn dem Bürgermeister entfuhr es sogleich: »Na ja, vor Fett darf sich die königliche Hoheit auch nix anders erwarten.« Diese Reaktion des Bürgermeisters finde ich köstlich. Interessanter aber noch ist die tragische Figur dieses Kronprinzen. Nicht in dieser Situation, sondern in Bezug auf sein Leben. Über ihn lohnt es sich, etwas mehr zu erfahren. Kronprinz Friedrich III. Wurde als der Sohn Kaiser Wilhelms I. und seiner Gemahlin Augusta in Potsdam geboren. Sein Vater war ein Soldat und seine Mutter eine Intellektuelle. Sie verschaffte ihm eine Universitätsausbildung in Bonn und sein Vater förderte seine militärische Laufbahn.
aus seiner Ehe mit Victoria, der ältesten Tochter der gleichnamigen englischen Königin, gingen 8 Kinder hervor. Im Krisenjahr 1862 kniff er und Bismarck übernahm das Regiment. Friedrich zog sich nach England zurück, zeichnete sich aber in den Schlachten bei Königgrätz und Sedan durch besondere Tapferkeit aus. Dann reiste er durch die Welt ohne wirklich politische Aufgabe. Seine Untertanen nannten ihn liebevoll unser Fritz. Sein Vater ging dann schon auf die 90 zu und er wurde 60. 1887 erkrankte er an Kehlkopfkrebs. Sein Leiden wurde politisch heruntergespielt und er bestieg 1888 den Thron. Da war er bereits todkrank und konnte keinen Einfluss mehr auf die von Bismarck bestimmte Politik nehmen. Er starb nach nur 99 Tagen Regentschaft. Eine tragische Figur, wie ich finde. Und nach dieser Beschreibung könnt ihr euch seinen Auftritt in Cadolzburg bestimmt viel lebhafter vorstellen. Damit darf ich mich wieder verabschieden. Ich wünsche euch wie immer vor allem Gesundheit. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Eine Mu, eine Me, eine Tete, eine Rute, eine Tote, eine Hop, 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 eine Dililililup, eine Bau, 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 eine Chingrassabung.